Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Und zwar geht es um den nächsten Fisch in unserer Serie. Und ja, da haben wir, es ist die Mai-Ränke. Okay, was auch immer der gerade gemacht hat. Okay, 44 Gramm, gefangen auf roter Kaviar. Und genau um diesen Fisch geht's halt. Und ich stehe jetzt hier, ja, auch schon seit der Nacht, sag ich mal, circa 0 Uhr nachts habe ich mich hier hingestellt. Am Vortag stand ich ja auch noch ein bisschen und habe hier ein bisschen geangelt. Und das Ganze ist überhaupt nicht unweit vom Spawn weg, weil, wie schon gesagt, in der Reihe geht es ja auch nicht nur, dass ihr den Hotspot den Spot der Spots findet, sondern halt eben auch eventuell kurze Wege zu den Fischen habt. Und unter anderem könnt ihr das an dem ersten Steg, der hier vorne ist, machen. Und ja, das Ganze mache ich halt mit Matchruten. So, jetzt muss ich aber ab und zu mal eben gucken, dass der auch beißt, beziehungsweise ob ich einen Biss habe. Ja, das ist immer so intervallweise. So, gut. Also, kommen wir mal erstmal zu dem Fisch, den wir beangeln wollen. Also, das ist die Mai-Ränke. Die Mai-Ränke ist momentan der Rekord auf Heuschrecke, 772 Gramm. Auf Käfer könnt ihr die auch fangen und halt auf roter Kaviar, wo ich jetzt mittlerweile schon dreimal in den Rekorden drin stehe. Beziehungsweise in der Fangstatistik. Das sind ja nicht direkt die Rekorde, sondern halt ja, innerhalb der letzten 24 Stunden die gefangenen Fische. So, und zwar, ja, es ist immer ein bisschen schwierig mit diesen Posen. Manchmal erkennt man diese Bisse nicht so wirklich. Weil dann geht die Pose unter und dann im nächsten Augenblick, wenn man hinguckt, dann passiert wieder nichts. Aber gut, so ist das halt. Die Mai-Ränke ist mit, ich glaube, 4 Strichen angegeben. Schauen wir mal eben kurz. Da haben wir sie. Mit 4 Strichen, genau, da. Und ab 380 Gramm habt ihr dann hier die Möglichkeit, die Silbertrophäe oder die Silberauszeichnung zu bekommen. Mein größter Fang war bisher 344 Gramm, auch auf roter Kaviar. Insgesamt habe ich 64 Stück davon gefangen. Das heißt, es geht eigentlich soweit. Und jetzt gerade beißt es natürlich nicht mehr. Das ist aber ganz eigenartig. Ich nehme jetzt nochmal immer zwischen. Oh, da haben wir jetzt 2 Bisse. Einmal hier. In der Mitte haben wir auch noch einen. Hoffen wir, dass er dran bleibt. Oh, einmal eine 303 Gramm Mai-Ränke. Ich weiß nicht, was mit der Grafik los ist. Spinnt ein bisschen rum. Gut. So, wieder raus. Und jetzt hatten wir hier in der Mitte auch noch einen Biss. Jetzt hoffen wir mal, dass er noch dran ist. Und rechts ist auch noch einer. Also, wie ihr seht, es funktioniert. 282 Gramm. Tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, was da los ist. Das sieht ein bisschen sehr eigenartig aus. So, und dann nehmen wir den jetzt auch noch mit. So, 99 Gramm Mai-Ränke. Und auch da wieder raus. Jetzt haben wir in der Mitte noch einen Biss. Also wie ihr seht, es beißt gerade echt gut. Und ja, ich bin gerade ein bisschen gucken, dass ich die Bisse hier genau oder beziehungsweise den Anschlag richtig setze. Wieder 100 Gramm. So, und dann muss ich halt eben auch gucken, dass ich das Futter hier noch nebenbei mache. Ich habe mir da übrigens Futter für selber hergestellt. Wo haben wir es denn? Marene, Rotauge, Güster, Mai-Ränke, Serbien. Bestehend aus Universalfutter, Lachsöl. So. Ein Basisfutter und dann kommt roter Kaviar damit rein. Und dann könnt ihr da wunderbar mit anfüttern. So, jetzt mal eben kurz gucken, was jetzt hier los ist. Wie ihr seht, das grafisch backt das ein bisschen rum. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, gut. Also, kommen wir jetzt erstmal zur Montage. Wir haben die STK Young Gold 8 Kilo Matchrouten. Mit einer 7 Kilo Usens RSL 7 Route und halt eben der Lakeline 7 Kilo Schnur drauf, 0,1 mm, das heißt, es ist relativ dünn, das heißt, ja, ist
nicht unbedingt eine Schnur, die ultra dick ist. Dann habe ich die Forellenposen da drauf, wo ihr die genau kriegt. Meine, glaube ich, Schottland, ich weiß es aber nicht. Dann habe ich kein Vorfach drauf, alleine schon, weil das Vorfach in dem Augenblick, ich weiß, dass hier nichts anderes beißt. In der Nacht beißen die übrigens sehr gut die Aale auch noch, auch auf Pose, gleiche Tiefe. Habe dann, wie schon gesagt, hier mein eigenes Futter, bestehend aus Universalfutter, Lachsöl, roter Kaviar, Nullerhaken. Ja? Bei so kleinen Fischen immer Nullerhaken nehmen, würde ich auch nicht größer wählen. Und halt roter Kaviar. Und mit O könnt ihr dann halt eben, wenn ihr ausgeworfen habt, an euren Platz dann halt die Futtermuschelung auswerfen. Das passiert nicht so wie beim Grundangeln, dass die Futtermischung direkt mit vor Ort ist, sondern die müsst ihr hier halt eben selber mit auswerfen. Und ja. So, zu der Tiefe. 1 Meter und 2 bin ich tief. Ich habe alle anderen Tiefen auch ausprobiert. Aber auch schon woanders. Ah, das war jetzt genau das, was ich nämlich nicht wollte. Ist er noch dran? Habe auch noch woanders gestanden. Und zwar bin ich hier in dem Seitenarm nach oben gegangen und habe mich hier hingestellt. Da hatte ich so Treibangeltechnik. Also hier treiben die Posen dann halt immer nach hier unten hin. Und dann habe ich immer die treiben lassen und dann immer neu ausgeworfen. Und da hatte ich aber auch welche. Also hier hinten an der Ecke könnt ihr es auch gerne ausprobieren. Ist aber halt nicht jedermanns Sache mit dem Treibangeln, weil muss halt die ganze Zeit wirklich auf der Hut sein. Also der will mich jetzt hier wirklich ein bisschen rollen, ja. So, jetzt aber. Jetzt haben wir. Und wie ihr seht, ihr fangt hier auch nur Mairenken. Also wenn ich mir hier angucke, was im Chat los ist, ich lasse den Chatverlauf jetzt ab und zu mal da, damit ihr dann auch wirklich seht, dass das auch wirklich alles so ist, wie es ist. Und so, wie ich es euch erzähle. Also ich fange hier wirklich die ganze Zeit die Mairenken ohne Beifang. Wenn da Beifang bei euch bei sein sollte, ich kann es natürlich nicht garantieren, dass kein Beifang kommt. Also ich weiß, dass in der Nacht zum Beispiel die Aale hier sehr gut beißen. Und da, was heißt sehr gut? Schauen wir mal eben hier rein. Die Esche war übrigens gestern. Also im in Wirklichkeit gestern, nicht an dem Tag heute, wo ich aufnehme, sondern gestern. Auf Fliege, auch genau an dem gleichen Spot, den ich euch gerade gesagt hatte. Fliege, Pose, ne? Treibangeln und dann hatte ich eine Trophy dran. Hier sind die Mairenken. Ne? Die Größe 344 Gramm, alles auf roten Kaviar. Da ist wirklich kein anderer Köder wirklich für gut. Döbel, ja, das war alles an dem anderen Spot. Rapfen war auch an dem anderen Spot. Und die Aale. Das ist alles hier gefangen, heute Nacht, in einer Nacht. Das sind die Aale, die ich hier gefangen habe, auf Pose. Und die Brasse, das war ein Versuch, das ist ja, nebensächlich. So. Schauen wir nochmal, ob wir nochmal hier den einen oder anderen vielleicht bekommen. Genau, Fischbesatz. Bin ich schon drauf eingegangen. Mairenke, wie schon gesagt, 380 Gramm, könnt ihr das Silberabzeichen. Die Häufigkeit, ja, weiß ich jetzt nicht, die Anzahl der Fische bei der Mairenke passt, glaube ich, nicht so. Ich würde das eher so auf zwischen 2 und 3, weil das ist immer so intervallweise. Also ihr seht, ich habe dann erst wieder 4, 5 Bisse und dann auf einmal kommt wieder nichts und dann auf einmal kommt wieder was. Also das ist immer so eigenartig. Also es ist nicht die ganze Zeit durchgehend am Beißen, sondern es ist immer mal wieder, dass da so eine Beißphase kommt und dann auf einmal nicht mehr. Und auf jeden Fall habe ich jetzt so roundabout 30 Stück. Die anderen drei rechne ich mal ab für den Vortag. An dem Spot hier locker 30 Stück gefangen jetzt. Und ja, da sind auch ein paar ordentliche bei. Also wie schon gesagt, ich bin auf dem besten Wege, mir auch da das Silberabzeichen zu holen. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Ja. Oh, den haben wir. Das war jetzt so ein bisschen Glück, weil immer wenn die dann wegschwimmen oder auf Zug sind, den Anschlag zu setzen ist immer ein bisschen schwierig. Tiefe, wie schon gesagt, 1,2 Meter, 8 Kilo Matchrouten, ist mal was anderes. Ich angle ja nicht immer nur mit dem gleichen Angeln, das geht ja auch nicht auf jeden Fisch. Ah, jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir da auch wieder den Anschlag rechtzeitig setzen. So. Gut, so, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Ich guck mal eben, was die Mairenken so geben. Ja, wir sind ja gerade in der Nähe hier in Serbien, ist ja hier der Verkaufswagen. Da können wir dann mal eben
bei den Mai-Ränken gucken. Ah, nach Qualität 5 Euro oder 5 Silber 41, ja, für 344 Gramm. Ist jetzt nicht so schön. Jetzt schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie was anderes draus machen können. Köderherstellung, na gut, das ist jetzt das andere. Aber ansonsten könnt ihr da nichts draus machen. Also sprich, ja, der Fisch ist einfach nur da. Also es ist jetzt mal halt eine Daily oder so. Schauen wir mal eben kurz nochmal. Oh, da haben wir noch ein bisschen. Ah, habe ich verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Schauen wir nochmal eben kurz einmal in die Aufgaben rein. Strömer, Rotauge, Schleie, Zander, Wolga, Zander, Flussbarsch, Rotfeder. Also ab und zu ist der Fisch dann halt eben halt mal eine Daily oder mal... Da ist auch was dran, oder? Ja. Oder halt mal eine Clubquest. Aber ansonsten ist auch da... ja, würde ich sagen, der Fisch leider nicht so wirklich sinnvoll zu beangeln. Oder sprich, er hat keinen weiteren ja, Nutzen. Außer halt Silberabzeichen oder Clubquest halt. Aber ansonsten war es das eigentlich mit dem Fisch. Ne? Gut, also, wie schon gesagt, hier vorne erster Steg 179. Ne, was ist das hier? 179, 168. Hier links ist das Boot. Ne? Da könnt ihr euch immer gut merken, direkt am Spawnpunkt. Tiefe, sage ich jetzt nochmal, 1 Meter und 2, ne, könnt ihr hier auch sehen, 1 Meter und 2 ist das Tief. Das, der Bereich hier vorne, der ist 2 Meter tief. Oh, alles 2 Meter hier. Und hier vorne saßen immer mal die Seeforellen, die konnte man immer ganz gut angeln hier vorne. Oder was weiß ich, Wolga, Zander, Zingeln und so, das kann man hier alles ein bisschen in der Nähe alles hier befischen. Und dann werft ihr einfach mehr oder weniger, ja, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, Richtung 15, ne, 15 Grad, ne. Werft ihr aus 100% und dann könnt ihr hier die Mai-Ränke fangen. So, da hat jetzt gerade jemand eine Trophy gefangen. Da schreiben wir natürlich GZ hin. Freut mich. Der ist schon die ganze Zeit dabei. GZ auf jeden Fall für die Trophy. Gut, das soll es dann jetzt aber auch endgültig gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß ja, beim Befischen der Mai-Ränke. Und wenn ihr sonst irgendwas habt oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Fragen habt, wie schon gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Sofern natürlich die Zeit, Zeit da ist, beantworte ich die natürlich. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, Petri heil und bis dann. Tschüss.